Für die SPD-Fraktion ist die nächste Rednerin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen und Kolleginnen, Sie haben das richtig erkannt. Pflegende Angehörige verdienen Respekt und Unterstützung. Aber so wie Sie es in Ihrem Antrag fordern, wird das nichts. Ihre Forderungen reichen dafür nämlich lange nicht aus. So fordern Sie, ich zitiere, den Einstieg in eine Entgeltersatzleistung bei der Pflegezeit bzw. der Familienpflegezeit anzustreben. Liebe Kollegen und Kolleginnen, dafür, dass Sie Ihren Antrag mit den Worten Wertschätzung und Anerkennung überschrieben haben, ist das doch eine recht zögerliche Forderung. Denn wir haben im Koalitionsvertrag ja schon längst vereinbart, dass es eine Lohnersatzleistung für pflegende Angehörige geben wird und das auch klar und deutlich formuliert. In Ihrem Antrag fehlt außerdem jedes Wort zum Thema Arbeitsmarkt. Dabei sind 2/3 der pflegenden Angehörigen berufstätig. Viele schenken ihre Arbeitszeiten wegen der Pflegeaufgaben ein oder geben den Job sogar ganz auf. Wenn Sie also pflegende Angehörige wirklich wertschätzen und unterstützen wollen, wieso dann kein Wort über die rund 3 Millionen pflegenden Erwerbstätigen? Hier sind wir als Ampel längst weiter. Mit der anstehenden Reform der Familienpflegezeit wollen wir die Freistellungsmöglichkeiten deutlich ausweiten, sodass erstens der Wirtschaft nicht die Fachkräfte wegbrechen und zweitens pflegende Angehörige weiterhin ein regelmäßiges Gehalt beziehen. Und was mich übrigens zum 3. Punkt bringt, der mir an Ihrem Antrag fehlt, die Geschlechtergerechtigkeit. Die führen Sie in einem Nebensatz kurz an, um sie dann aber für den Rest des Antrages nie wieder zu erwähnen. Dabei gibt es darüber so viel zu sagen. Die Mehrheit derjenigen, die Pflegeaufgaben übernehmen, sind Frauen. Damit sind auch diejenigen, die in ihrem Job wegen Pflegestärke sich einschränken oder ganz ihn aufgeben, mehrheitlich Frauen. Und das bedeutet wiederum, dass das Risiko finanzieller Einbußen auch langfristig später bei der Rente vor allem bei Frauen liegt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Geschlechtergerechtigkeit fällt nicht vom Himmel und sie entsteht schon gleich gar nicht, wenn sie halbherzig oder im Nebensatz eines Antrags erwähnt wird. Wir müssen sie fördern. Eben durch bessere Freistellungsmöglichkeiten für Beschäftigte und eine Lohnersatzleistung nach Vorbild des Elterngeldes, wie sie auch der unabhängige Beirat für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf empfiehlt. Dazu braucht es Gesetzesreformen und keine gut gemeinten, aber schlecht gemachten Forderungen. Die Familienpflegezeitreform ist schon längst auf dem Weg, deswegen lehnen wir Ihren Antrag ab.